This is Women and X, we don't want to die in hospital. C'est les femmes et les œuvres, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich habe CDs gekauft. Ich will zwei vorstellen, Arbeitshilfen für Betreuer. Oder was heißt vorstellen, reingucken. Und dann was zum Thema Patientenverfügung. Thema ist auch Patientenverfügung. Ich war zu Hause bei meinen Eltern und habe mein Notebook mitgebracht. Und ich lege jetzt einfach mal hier in das DVD Multi Recorder AV Connectivity bla 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 externe Laufwerk diese CD ein und gucken, was passiert. Erstmal passiert gar nichts, außer dass die wieder rauskommt. Dann geht das auch schon auf. Da gibt es ein Setup-Exe und einen Ordner Data. Und anscheinend muss man hier Setup-Exe ausführen. Und mal gucken, was passiert. So, der will einen Ordner Valhalla anlegen, Betreuer, aha. Und man braucht 213,2 MB freien Speicherplatz weiter. Es ist eine Einzelplatzinstallation und keine Netzwerkinstallation. Und es gibt einen Startmenüordner Arbeitshilfe für Betreuer. Und ich klicke auf Installieren. Man hört es auch. Die Spannung steigt ins Unermessliche. So, während das läuft, ich zeige schon mal die andere CD. Oder ich kann während das läuft auch mal in das. Auch hier. Dass ich zurzeit bearbeite, Patientenverfügung reingucken. So. Wir sind angekommen auf der Seite 26, Beratung und Unterstützung. So, Tipp gibt es auf der Seite 27. Verschiedene Betreuungsangebote stehen auch kostenfrei zur Verfügung, erkundigen sich bei Betreuungsbehörden, Gerichten und Betreuungsvereinen. Auch Beglaubigungen von Dokumenten sind bei den Betreuungsstellen gegen Gebühr fällig. So, das Ganze ist fertig. Ich klicke auf Fertigstellen und es wird gestartet. Arbeitshilfen für Betreuer. So, Vorwort, Stichwortverzeichnisse, Tipps zur Verwaltung, Literaturhinweise. So, Grundlagen,
Beginn der Beratung, Vermögensverwaltung, Gesundheitsfürsorge, Unterbringung, ärztliche Zwangsmaßnahmen, Wohnung, Umzug, Sozialleistungen, Befreiungen, Erweiterung, Veränderungen des Aufgabenpreises, Vergütung, Aufwendungsersatz, Ende der Betreuung. So, ich bin jetzt einfach mal so frei und gucke mir Gesundheitsfürsorge an. Patientenverfügung, nützliche Informationen, da haben wir doch schon was. Doken, PDF, Download, Lesezeichen, aha, guck mal. Hier steht dann Text und da steht so ein bisschen was Grundsätzliches. Und jetzt, wenn ich auf PDF-Download klicke, kann man das Betreuer-AHA-Hinweis D09 wird dann gespeichert, finde ich super. Mal sehen, wie das aussieht. Desktop. Tada. Und dann kann man das ausdrucken. Finde ich super. Hier steht noch so. Schreiben Sie an den Arzt. Mitteilung der Befreiung. Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht. In Klammern geschäftsfähiger Betreuer. Dann gibt es hier so Vordrucke, wo man so Sachen ankreuzen kann. Das sind RTF-Dokumente. Okay. Lobbrechen. Okay. Checkliste zur Patientenverfügung, sowas finde ich immer gut. Das sieht auch gut aus. So, kann man auch was mit anfangen. Man soll dann da reinschreiben. Man kann es auch ändern. Ja. Super. Ich glaube, wenn ich hiermit arbeite, drucke ich jede Menge aus. Nimm das dann als Vorlage und schreib das auf dem Raspberry Pi selber. Das ging gut. Hier auf dem Desktop auch ein Link. Startverzeichnis gibt es auch noch einen. So, ich nehme jetzt mal die CD hier raus. Tada! Hier, dass ich das auch bezahlt habe. Klick mal so da drauf. Tada, geht auch so auf, super. So, na dann. Installiere ich vielleicht noch die andere. Tschüss, ich mache mir jetzt einen Kaffee.